Herzen des Steinachtals. Arbeiten in der Metropole, wohnen in der Natur. Vielfältiges Freizeitangebot. Über 50 örtliche Vereine. Umfassende Kinderbetreuung, naturnahe Freizeitaktivitäten. Miteinander wohnen und leben in Schönau. Die Stadt Schönau mit ihren Stadtteilen Altneudorf und Schönau liegt im Herzen des Steinachtals. Umgeben von einer herrlichen Natur bietet die Stadt hohe Lebensqualität und lädt zum Wohlfühlen ein. Arbeiten in der Metropole. Wohnen in der Natur. Unser freundliches, ehemals kurpfälzisches Städtchen ist durch seine herrliche Lage bestens als Wohn- und Erholungsort geeignet. Gut gepflegte, mit Ruhebänken versehene Wanderwege laden zu Waldspaziergängen ein und führen zu traumhaften, idyllischen Aussichtspunkten. Die Stadt Schönau bietet ein schönes Umfeld für junge Familien. Die umfassende Kinderbetreuung mit Kinderkrippe, zwei Kindergärten, einem Waldkindergarten und zwei Grundschulen mit Kernzeitbetreuung geben Familien den organisatorischen Freiraum, Beruf und Familie zu verbinden. Ehrenamt und Vereinsarbeit wird in Schönau großgeschrieben. Über 50 örtliche Vereine präsentieren ein vielseitiges Freizeitangebot für klein und groß. Mein Name ist Matthias Köpfer. Ich bin Schönauer und hier erster Vorsitzender des TSV Schönau 1890 e.V. Robert Weber ist mein Name. Ich bin im Vorstand des Vereins fürs Steinachtal aktiv. Mein Name ist Erika Dispan, ich bin die erste Vorsitzende der Odenwälder Trachtengruppe Steinachtal. Ja, sportlich betätigen ist ein großer Begriff. Also ich finde, jeder sollte Sport treiben, weil es einfach gesund ist. Dann kommen wir jetzt zu unserer Sportlerehrung und wir ehren die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler. Ich weiß, dass es viel Ehrenamt ist, oder eigentlich nur Ehrenamt. Viele, viele Stunden, auch meine Eltern haben ehrenamtlich den Verein betreut, meine Mutter im Kinderturnen, mein Papa heute noch als Trainer. Dass sie sehr vielseitig ist, dass sie wie alte Altersklassen was bietet. Weil wir eine gute Teamgemeinschaft haben, wir feiern auch viel zusammen, haben Spaß zusammen. Man ist stolz und glücklich und ja, zufrieden, dass es gelohnt hat, so viel zu trainieren. Auch gesellschaftlich und kulturell ist die Stadt Schönau für Sie die richtige Adresse. Mit dem Klostertor, dem Mönchsrefektorium und der Hühnervogtei, eines der ältesten profanen Gebäude in Baden-Württemberg, erwarten Sie historische Leckerbissen, die immer einen Besuch wert sind. Vernissage beinhaltet heute also gemeinsame Werke. Meine Frau zeigt hier ihre Blumenporträts und ich einen Großteil oder einen Teil meiner Skulpturen. Schönau ist ein romantisches Klosterstädtchen, ruhig, idyllisch. Ich persönlich finde, dass Schönau eine wunderschöne und wunderschön gelegene Stadt ist mit einer herrlichen Umgebung.
Also die Zeit nach dem Kloster war eigentlich die Zeit der damaligen Schönfärber, das war Tuchdrucker. Die Schönfärber, das ist ein Zusammenschluss von Künstlern hier aus Schönau. Die Umzüge zum Sommertag, unsere Kerwen- und Martinszüge in Schönau und Altneudorf bilden den traditionellen Rahmen. Das alljährliche Sommerfest und unser Weihnachtsmarkt im historischen Stadtkern machen neben vielen weiteren Veranstaltungen das Klosterstädtchen Schönau zu einem Anziehungspunkt für Besucher von nah und fern. Besuchen Sie unsere traditionsreiche und historisch wertvolle Stadt. Schönau liegt in der Metropolregion Rhein-Neckar. In den Zentren in und um Heidelberg-Mannheim zu arbeiten, bedeutet nicht, auf das angenehme, naturnahe Leben in ländlicher Lage verzichten zu müssen. Die Stadt Schönau ist für Sie die richtige Adresse. Einfach mal durch Schönau gehen, die Leute kennenlernen, auf sie zugehen und alles andere ergibt sich. Schönau ist eine besondere Gemeinde, es ist ein Klosterstädtchen, also eine Stadt mit 4.500 Einwohnern. Ja, ich wohne erst seit neun Jahren in Schönau, aber habe mich hier gleich am Anfang gut aufgehoben gefühlt, habe gleich nette Leute kennengelernt. Oh, ich finde es sehr harmonisch für alle Dinge, die Stadt, ja. Also Schönau ist Heimat. Ich fühle mich in Schönau sehr wohl. In Schönau ist alles super. Tolle Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ist alles vorhanden, Einkaufsmöglichkeiten, alles sehr schön. Verrückte Leute, alles passt. Schönau ist erstmal für mich ein Naturerholungsgebiet. Wir haben hier eine wunderschöne Natur in Schönau, eine wunderschöne Gegend und das sollte man auch wirklich kennenlernen und auch nutzen. Dann wird auch viel für die Jugend gemacht bei uns. Also in Schönau. Einfach unbeschreiblich. Wir freuen uns auf Sie.